Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu den Grundbegriffen der Algebra. Im Beispiel Äquivalenzumformung stellt sich die Frage, warum die vorgenommene Umformung keine Äquivalenzumformung ist. Versuche zuerst selber, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Eine Bedingung, die wir an eine Äquivalenzumformung stellen, ist, dass sie die Lösung der Gleichung nicht verändert. Nun ist bereits auffällig, dass einerseits x² minus 5x ist gleich 0 eine quadratische Gleichung ist, mit in der Regel zwei reellen Lösungen, und x minus 5 ist gleich 0 nach der angeblichen Äquivalenzumformung eine lineare Gleichung, und eine lineare Gleichung hat maximal eine reelle Lösung. Also die Anzahl der Lösungen stimmt vermutlich schon einmal nicht überein. Um das zu verifizieren, überprüfen wir die Lösung der quadratischen Gleichung, indem wir diese alternativ berechnen. x² minus 5x ist gleich 0. Diesen Spezialfall einer quadratischen Gleichung können wir durch Herausheben lösen. X ist ein gemeinsamer Faktor. Und wir erhalten x mal x minus 5 ist gleich 0. Dieses Produkt ist dann 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 wird. Entweder wird x gleich 0, was natürlich zur entsprechenden Lösung x ist gleich 0 führt, oder es wird x minus 5 gleich 0, was durch x ist gleich 5 gelöst wird. Die quadratische Gleichung hat also die beiden Lösungen 0 und 5. Die lineare Gleichung nach der Umformung lautet x minus 5 ist gleich 0. Diese lineare Gleichung hat aber lediglich die Lösung x ist gleich 5. Durch die Umformung wurde eine Lösung vernichtet. Es kann sich daher nicht um eine Äquivalenzumformung handeln. Eine Alternative für die Begründung kann lauten, dass wir bei der Division durch reelle Zahlen nie durch 0 dividieren dürfen. Nun steht hier natürlich nur eine Division durch x, nicht direkt eine Division durch 0. Aber 0 ist Element der Definitionsmenge dieser Gleichung. Das heißt, in einem einzigen Fall, für x ist gleich 0, würde diese Umformung eine nicht erlaubte Division durch 0 ergeben. Und nachdem eine Division durch 0 möglich ist, und auch wenn das nur für einen einzigen Spezialfall gilt, ist die gesamte Umformung dividiert durch x in der Definitionsmenge keine Äquivalenzumformung. Wir hatten hier natürlich das Pech, dass ausgerechnet die Lösung x ist gleich 0 durch diese Division auch noch zerstört wurde. Und dadurch kann es sich um keine Äquivalenzumformung handeln. Mit einer oder einer alternativen Argumentation lässt sich nun dieses Beispiel lösen.